Im nächsten Jahr soll ein neuer Superstaat in Afrika gegründet werden, die Ostafrikanische Föderation. 7 bisher unabhängige Staaten wollen sich zu einem einzigen souveränen Superstaat vereinigen. Dabei wäre es das größte Land Afrikas und das 7. größte Land der Welt. Zudem hätte der Staat über 280 Millionen Einwohner, wobei die Bevölkerung durch das starke Bevölkerungswachstum in der Region bis 2050 auf über 600 Millionen Einwohner ansteigen würde und somit die USA bei weitem übertreffen würde. Wir haben es hier also mit einem wahren Megaprojekt zu tun. Aber was sind die Hintergründe? Wird es tatsächlich schon nächstes Jahr Realität werden und wäre der Staat wirklich erfolgreich? All das schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Bereits in den 1960er Jahren, als ein Großteil der afrikanischen Staaten unabhängig wurde, entstand besonders in der ostafrikanischen Region die Idee eines Zusammenschlusses, um den frisch unabhängig gewordenen Staaten mehr internationales Mitspracherecht zu geben. Damals ist das Projekt aber an den Meinungsverschiedenheiten der verschiedenen Staaten gescheitert. Erste wirkliche Schritte wurden dann wieder im Jahr 2000 unternommen, als die drei Staaten Uganda, Kenia und Tansania eine gemeinsame regionale Organisation, die Ostafrikanische Gemeinschaft, gründeten. Ziele waren die Schaffung einer Zollunion, eines gemeinsamen Marktes und einer gemeinsamen Währung sowie engere Zusammenarbeit auf politischer, sozialer und kultureller Ebene. Und langfristig sollte das Projekt dann zu einem föderalen Staatenbund führen. Im Jahr 2007 traten dann auch Burundi und Ruanda bei und im Jahr 2016 wurde der Südsudan ein weiteres Mitglied. 2013 kamen die Mitglieder dann erstmals einem gemeinsamen Staat näher, als sie sich zu Verhandlungen über eine gemeinsame Verfassung trafen. Die Verhandlungen schienen aber nicht wirklich einfach zu sein, weil sie zunächst immer wieder nach hinten verschoben wurden. Durch den Beitritt des Südsudans 2016 wurden zudem die ganzen Verhandlungen nochmal durchgewürfelt, da sich das Land zu dem Zeitpunkt im Bürgerkrieg befand und die Grenzen zu seinem nördlichen Nachbarn Sudan nicht mal eindeutig festgelegt waren. So wurde 2018 ein neuer Ausschuss gebildet, der nun an einer gemeinsamen Verfassung arbeitet und dabei die Einführung einer gemeinsamen Währung im nächsten Jahr anstrebt. Dabei wurde dieses Jahr überraschenderweise angekündigt, dass ebenfalls die Demokratische Republik Kongo der Vereinigung beitritt. Ein Staat, der also nochmal 90 Millionen Einwohner mitbringt und circa die sechsfache Fläche Deutschlands besitzt. Inwiefern das den ganzen Zeitplan nochmal beeinträchtigt, ist bisher unklar. Durch den Beitritt der Demokratischen Republik Kongo würde der Staat aber wirtschaftlich und vor allem geopolitisch nochmal deutlich an Bedeutung gewinnen, da er nun vom Indischen Ozean im Osten bis zum Atlantik im Westen reichen würde. Zudem bringt die Demokratische Republik Kongo ein riesiges Reservoir an Rohstoffen mit sich, die nun sowohl in den Osten nach China und in den Westen Richtung USA und EU exportiert werden könnten. Als Hauptstadt wird die Stadt Arusha in Tansania vorgeschlagen, die aktuell auch den Sitz der Ostafrikanischen Gemeinschaft bildet. Sie stellt dabei einen wichtigen Knotenpunkt zwischen den beiden wirtschaftlich stärksten Ländern Kenia und Tansania dar. Als Währung ist die Einführung des ostafrikanischen Schillings geplant, der bereits zwischen 1921 und 1969 die Währung der dortigen britischen Kolonien war. Der Staat soll nach dem föderalen Prinzip gegründet werden, also ähnlich wie in Deutschland. Die 7 Staaten wären dann so gesehen also eigene Bundesländer. Genaue Details wurden bisher aber noch nicht veröffentlicht. Dabei stellt sich auch insgesamt die Frage, wie realistisch ist das Projekt tatsächlich? Einerseits muss man sagen, dass sich die Staaten immer wieder sehr ehrgeizige Ziele zur Erzielung einer gemeinsamen Verfassung gesetzt haben, die bisher aber immer wieder verfehlt wurden. So sollte eigentlich bis 2021 eine Verfassung stehen, die Verhandlungen scheinen aber bisher immer noch nicht beendet zu sein. Es ist aber natürlich auch nicht einfach, einen Konsens zwischen so vielen verschiedenen Staaten zu finden und durch den Beitritt der Demokratischen Republik Kongo wurde bestimmt nochmal einiges über den Haufen geworfen. Andererseits wurden aber bereits große Fortschritte bei der Erreichung einer ostafrikanischen Zollunion und der Erreichung eines gemeinsamen Marktes erzielt. Zudem ist Ostafrika eine der Regionen mit dem aktuell stärksten Wirtschaftswachstum weltweit und durch die ehrgeizigen Ziele scheint auch tatsächlich ein Wille für die Durchführung des Projekts in den einzelnen Staaten vorhanden zu sein. Besonders Kenia, Tansania, Uganda und Ruanda gelten als aufstrebende Nationen, die in einem gemeinsamen Verbund auch die sehr armen Staaten Burundi und Südsudan zu Aufschwung verhelfen könnten. Zudem könnten sie helfen, das große wirtschaftliche Potenzial der Demokratischen Republik Kongo in Schwung zu bringen. Das Durchschnittsalter des Superstaates würde übrigens 17,8 Jahre betragen, was natürlich auch unglaubliches Zukunftspotenzial wäre. Ein Zusammenschluss der 7 Staaten könnte also durchaus Sinn machen und könnte zu einem starken wirtschaftlichen und politischen Block in Afrika führen, der zudem den geopolitischen Einfluss der Region drastisch steigern würde. Der aktuelle Zeitplan ist dabei wahrscheinlich zu ambitioniert und es scheint unwahrscheinlich, dass der Staat bereits im nächsten Jahr gegründet wird. Zudem ist natürlich weiter noch offen, ob sich die Staaten tatsächlich auf eine gemeinsame Verfassung einigen können. Wenn aber tatsächlich alles so wie geplant funktioniert, hätte die Ostafrikanische Föderation durchaus sehr viel Potenzial. Ich habe bereits ein eigenes Video gemacht über Sansibar, das ja Teil Tansanias ist, und es geht dabei darum, warum Deutschland die Insel damals gegen Helgoland getauscht hat. Ich verlinke euch das Video direkt hier, viel Spaß beim Anschauen und ich sage ciao.